Jeder, jeder kann ein Adler sein. Nicht jeder kennt das Gefühl. Sehr viele bleiben halt händeln und drehen sich dann am Grün. Es gibt aber ein Amseln, Kanarie oder Speck. Und irgendwann spürt jeder, was er gerne werden möchte. Was ich bin, kann ich noch nicht sagen, nicht ohne dass ich lieb. Aber geht ein Käfig dir auf, dann weiß ich, dass ich flieh. Dass ich flieh, dass ich flieh, dass ich Was ist jetzt wieder? Hallo, mein Name ist Agri, Agri Kulcha. Ich da wegen Mann. Ja, wir haben gesagt 3:30. Ich weiß, aber weiter weg mit Radl. Super, wir kommen uns rein, bevor sie da wer sieht. Danke! Ihr seid slammend! Ein Wahnsinn, die Boxen. Was ist das? Trotteln! Jetzt soll ich scheißen. Das Wichtigste ist gleich einmal, dass Sie ihn hier nirgends reinlassen. Ja? Das ist alles tabu. Ja, haben Sie mich verstanden? Tabu. Er ist überall gleich dran. Fernseher, Hausbar, Stereoanlage. Das ist furchtbar. Er braucht wirklich rund um die Uhr Betreuung. Ist das klar? Klar. Gut, grausen darf ich ihn heute nicht. Aber da nehme ich an, sind Sie ja einiges gewohnt von dort, wo Sie herkommen. Ne? Woher kommen Sie eigentlich? Kosovo. Na bitte. Zahlen wir Ihnen 400 Euro im Monat pauschal, dafür ziehe ich Ihnen dann für Essen und Wohnen nichts ab. Danke. Ganz wichtig, wenn eine Kontrolle sein sollte, sagen Sie bitte, Sie sind ein Einbrecher, ja? Ja. Hier, ganz wichtig, bitte immer zusperren, gell? Zweimal gleich immer, weil das gleich mal draußen so schnell kann man gar nicht schauen. Wenn man ihn das erste Mal sieht, da glaubt man gar nicht, wie geschwind der noch sein kann. Na geh rein, nicht schon wieder! Schauen Sie sich das an. Die reinste Katastrophe. Er kann sich ja mittlerweile nicht einmal mehr alleine gescheit anziehen. Dort ist dein Gewand, sag einmal, wie du wieder ausschaust wie ein Wurstel. Du verstehst mich nicht. Du verstehst mich nicht. Aber ja, mach da mit ein bisschen, brich mir die Nägel ab bei deinem grauslichen Hemd. Schubel so. Na, endlich schaut er wieder aus wie ein Mensch. So, das kommt weg. Ein für alle Mal. Justus, na. Hast du dich wieder angesungen? Das ist so grauslich! Das passiert übrigens 3 bis 4 Mal in der Nacht, ja? 3, 4 Mal passiert das. Er sinkt ins Bett. Also, da darf ich ihn wirklich nicht grausen, ja? Ja, und das ist ja gleich das Nächste. Schauen Sie sich das an. Ständig bastelt er sich irgendwelche depperten Gitarren. Das ist ihm nicht und nicht abzugewöhnen. Fink Gatsch hast du einen Schlag wollen. Warum machst du in einer Tour so einen Blödsinn? Weil du mir immer meine Gitarren versteckst, du Krame. Ja, aus gutem Grund. Du sollst nicht mehr, das weißt du ganz genau. 1, 2, Macho, Macho! So, und das ist bitte der nächste Wahnsinn. Der nächste Wahnsinn, schauen Sie mir den Fass an. Das sind lauter schwerste homöopathische Hämmer. Dass er an diesem Teufelszeug noch nicht krepiert ist, ist das reinste Wunder. Seine richtigen Medikamente sind da drüben. In der Früh, das erste ist gleich einmal, da hängen Sie ihn bitte hier an den Tropf. Er bekommt 350 Milliliter absolut intravenös auf nüchternen Magen. Dann kommen die Vitaminpräparate Williams, Vogelbeer und Nuss angesetzt. Und dann lassen Sie ihn inhalieren. Mit jamaikanische Mischung? Ja, von mir aus können Sie auch schwarze Afghanen nehmen. Das ist mir persönlich eigentlich blunzen. Nachher kriegt er jedenfalls auf jeden Fall immer sein Mondweckerl. Und wenn ihn das zu sehr zusammenhaut, ja, dann geben Sie bitte davon 5 Milligramm Medilin-Kartell fort. Und bitte unbedingt nasal, weil das wirkt sonst nichts. Ich hab ein Haus. Und ich hab einen Garten. Und auf meinem Auto ist ein Stern. Dir gehört gar nichts mehr. Du hättest längst schon alles durchgebracht, wenn ich nicht drauf geschaut hätte. Bitte, um das nur klarzustellen, ja, wir sind geschieden. Es wurde alles mir zugesprochen.
Er hat dafür hier ein Wohnrecht bekommen und wir haben es die Sorge um Pflegepflicht raufgeschnallt. Da sieht man, wie die Justiz in Österreich mit uns Frauen umgeht. Aber glücklicherweise stehe ich mittlerweile auf eigenen Beinen. Ja? Ich habe meinen Hunde-Beauty-Salon. Meine Spezialität ist Hair-Extensions für Bobtails. All die goldene Platten. Er hat gemacht? Das ist meine kleine Welt. Das ist lange her, sehr, sehr lange. Die Zeiten sind vorbei. Also ganz wichtig, das sind immer im Auge behalten. Ja? Und noch wichtiger, wenn er zum Singen anfängt, ja, glauben Sie ihm kein Wort. Alles verstanden. Ja, füttern brauchen Sie ihn nicht. Waschen und Klo gehen sollte eigentlich auch noch von alleine funktionieren. Man muss ihn halt immer wieder daran erinnern, nicht? Weil sonst vergisst er drauf und sitzt den ganzen Tag immer dumm und schimpft dafür drei. Ne? Warst du schon am Klo? Vom Gesichtsausdruck würde ich sagen, nein. Gehen wir. Hopp, hopp, hopp. Dann marschieren wir. Aber irgendwann bleibe ich dann dort. Sie sehen, ich alles gut machen. Ich gut verstehe mich mit Herr Reinhard. Ich liebe Musik. Na, servus. Die werden es nicht leicht haben. Hauptsache, Sie bleiben länger als unsere letzte Pflegerin, die es nach 2 Tagen heim nach Fürstenfeld. Jetzt fange ich auch schon an mit dem Schatz. Herr Reinhard? Herr Reinhard? Herr Reinhard? Alles gut? Babam! Freunde! Herr Reinhard, Sie muss wissen, große Bruder von mir schon vor 20 Jahren Österreich gekommen, Gastarbeiter, ja? Er schicken Elbe zu mir nach Kosovo, Elbe fliegen. Schönste Stelle im Lied immer war, was ich bin, kann ich nur nicht sagen, nicht ohne dass ich lieg. Oba geht a Käfig türdl auf, dann weiß ich, dass ich flieg. Ist alles gut. Jeder hat dich gern und jeder lässt dich töten. Oben fallen darfst dann allein, weil wahre Freund sind selten. Mein wahrer Freund ist der, der sieht doch nicht schlecht. Wann keiner mich mehr ausholt, was an jeden mit mir recht. Mein wahrer Freund, der wie mein Bruder zu mir steht, der wann's mir irgendwann wach erwischen, gern für mich in Häfen geht. Und der am Schnee von gestern biegt, der immer in die Zukunft blickt, mir tut es mehr, wo es es sehr oft scheint. Mein wahrer Mein wahrer Freund.
Herr Reinhard, du sagen selber in Lied, in Zukunft ist mehr als oft scheint. Hm? Und? Du haben Zukunft. Musik auch, du musst hinaus. Ja. Spielen, singen vor die Leute. Ich dir helfen. Puppe. Bei Flucht. Großvater! Weißt du, was mit dir passiert, wenn dich mein Alter erwischt? Dann bist du gezeichnet für dein Leben. Aber geht ein Käfig Türrüdel auf? Aber geht ein Käfig Türrüdel auf? Dann war sie, dass sie. Dann war sie. Dass sie fliegt. Dass sie fliegt. Dass sie immer wieder. Führerscheinzulassung, Verbandszeug, Warnweste, Pannendreieck und Aufenthaltsgenehmigung. I'm from Austria. Ich, Kosovo, Asyl, Asyl. So schaut's aus, ihr zwei. Werl, wir haben da einen Giftler und einen Illegalen. Steck's aus. Und Sie, steck gleich da vorne bitte ein. Hoch einsteigen in Hubschrauber, auch in Flieger. Nach Hause. Können Ihnen aussuchen, ob mit Leica Blast oder ohne. Schaut Sie, Frau Hofer, was soll ich denn machen? Die Pflegeheimplätze für Austropoper sind brutal überlaufen. Man, Sie glauben ja nicht, was da daherkommt in letzter Zeit. Und im Fall des Ihrigen ist halt noch das Problem mit der Pflegestufe. Ganz Gemüse ist er ja noch nicht. Glauben Sie? Ich werde Ihnen was erzählen. Unlängst hat er die Bladeln, die von seiner Zimmerpflanze auf den Boden gefallen sind, mit Feuerzeugbenzin übergossen und angezündet. Ja, diesmal hat er sich nur die eigenen Klebeln verbrannt. Aber beim nächsten Mal fackelt er mir vielleicht die ganze Bude ab. Schatz, was ich Ihnen anbieten kann, wäre ein ja, Sondermodell. Nämlich? Ja, wir haben da jetzt einige Pflegefälle outgesourced, quasi. Das heißt was? Das heißt, der Pflegling ist nicht im Heim, aber auch nicht zu Hause. Na super. Super Idee. Und was genau machen wir mit den alten Trauteln? Weiß nicht, Roh. Irgendwas. Hauptsache, es kommt da Geld rein. Ich hab Austropop nie mehr. Haben wir das wirklich nötig da? Ich meine, wir haben gearbeitet mit Freddie Mercury, mit Frank Zappa, mit. Noch einmal mit Freddie Mercury. Ja, aber die sind tot. Ich meine, Alter, Musik ist für mich wie Essen. Ich mag auch keine Austern, weil die noch leben. Ich weiß. Mir brauchst du es nicht erzählen. Ich meine, ich habe ja nicht mehr die zum Aussudern. Es kommt da nichts mehr rein. Auftragslage null. Und die Ultimate Falco, very, very last, Necromania, out of the dark. Jetzt kommt aber echt nichts mehr super special Sonderedition. Die geht auch nicht so, wie soll. Was ich überhaupt nicht verstehe. Wieso kauft das keiner? Dabei sind drauf die besten Webcam-Bilder aus dem Sorg. Ja. Es ist drauf die Doku über den Linzer Autobusfahrer, der einen ganz ähnlichen Autounfall gehabt hat wie der Falco. Und es ist drauf der Super 8-Film vom Kinderfasching 1971, wo der junge Falco als Schwammerl gegangen wäre, wenn er nicht krank geworden wäre. Ich weiß, mir brauchst du das nicht erzählen. Ja, wir haben ja nur mal die zum Aussudern. Roh,
Wir müssen die Pflegegeschichte machen. Ausgerechnet der Hofer. Ich meine, zu dem fällt mir echt nichts mehr. Der ist für mich das Letzte, das Allerletzte von den ganzen Allerletzten. Ist der für mich der Allerletzte noch lebende Gigant des Austropop, der für mich immer, immer das absolut Größte war, was die österreichische Musikszene weltweit hervorgebracht hat. Rainerl, Wahnsinn, Wahnsinn, der Rainerl. Du schaust aus, bist du deppert, so jung, wie immer jung, ja? Hört's auf zum Schleimern, Burschen, ich weiß, was da rennt. Wie meinst du das jetzt? Mein Alter hat mich angeschoben, damit's auch Ruhe hat mit ihrem Unterhosentrottel. Und ihr zwei, ihr macht's das auch nicht aus purer Nächstenliebe, dass ihr um mich kümmern wollt, nicht? Ihr kriegt's zahlt vom Vaterstaat. So schaut's aus. Aber ich werde euch was sagen, ich werde es schauen. Und zwar deppert. Alle zwei. Weil der Rainerl Hofer, der ist wieder da. Ich bin hungrig. Dum, 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 dum. Ich weiß nicht, was ihr macht, aber ich gehe auf Tour. Ja, das haben wir alles schon gecheckt. Da, schau. Tourliste. Kleinwurdel, Schlenzstädten, Holz an der Irrsinn? Wo an der Halle? In Holz? Frage nicht, so ein Wascher. Da ist drin ein Baumarkt. Und da ist nächste Woche ist die große Galaöffnung und wir sind dabei. Rainerl Hofer live. Aha. Und Hotel? Weil unter 5 Sternen könnt's mich vergessen, ja? Hotel Rainerl, glaubst du, eine Madonna, ein Prinz, ein Robin Williams, dass die noch ins Hotel gingen? Die haben alle Sleepliner. Was ist das? Das sind Luxusbusse. Märchenschlösser auf Rädern, heißt, du wirst gar nicht mehr aussehen wollen. Wo ist das bitte? Ich gleich bei Ding. Stückerl noch. Was bringt das? Die haben eine super Reichweite. Im nördlichen Billachtal sind die nach dem Pipa-Radio Nummer 2. Wo? Oh? Da, wo wir jetzt hinfahren. Was? Das stimmt sicher. Geh bitte, wo sind wir da hier? Und das war die unvergessliche Wenke Myhre mit ihrem knallroten Gummiboot. Ein echter Evergreen, so wie auch mein heutiger Studiogast. Ich begrüße hier bei mir auf 34.2 Radio Halligalli. Wir spielen, was Sie hören, Reinhard Hofer. Reinhold. Was? Aha, ja, hallo. Aber die meisten sagen ja Rainer zu dir, oder? Rainerl. Wie, mit einem L hinten? Wie kommt man auf sowas? Hä? Aufs L. Wo? Hinten. Was? Und das, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, war Reinhard Hofer hier bei mir live im Radio Halligalli Hip Wip Clip und heute Abend schon live on stage auf der Landwirtschaftsmesse in Buchenstuben am Futtermittelstand der Firma Wustinger und Winkler. Danke fürs Kommen, Reindl. Und jetzt hat Chris Roberts noch eine Frage an Sie. Habe ich dir heute schon gesagt, dass ich dich liebe? Das war nicht ausgemacht. Das war definitiv vertraglich nicht ausgemacht, dass die Wappler unsere Naturalien bezahlen. Ich meine, für 200 Kilo Grasfutter spielt heutzutage nicht einmal mit die Werga. Ja, aber wir... Da! Wir haben mit den Koffer da hinten noch nichts verdient. Null! Schau, entspann dich. Ich hab da schon was am Laufen. Was? Du, das Tourneefahren, das ist eh Peanuts. Der muss ins Fernsehen. Ins Fernsehen? Als was? Thank you.
Herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren, bei der Gitarrenkoffer-Show. Wir präsentieren wieder zwei Koffer, und zwar durch unser Austro-Pop-Girl, Pop Gitti. Ja, Sie, sehr verehrte Zuseher, können wieder einen der beiden Koffer ersteigern. In einen ist eine Schiebegötterin und in anderen nichts. Rufen Sie mich an, wenn Sie die Antwort auf folgende Frage haben. Wer schrieb den legendären 80er-Jahre-Hit mit dem Titel Fliehen? Dass ich flieg, dass ich flieg. Also ich glaube, es ist wirklich nicht schwer. Rufen Sie mich an, wenn Sie die Antwort wissen. Die Nummer lautet... Ah, die ist da unten eingeblendet, irgendwo. Ja, ja, jetzt blinkt sie. Genau. Alles klar, also ein simples Spiel, simple Frage. So. Ja, ich warte jetzt auf meinen ersten Anrufer. Wer hat Fliehen geschrieben? Das war drei Wochen Nummer eins. In der Hitparade, ein legendärer Song. Da steht die Austropop-Kittel mit einem Koffer voller Geld. Was ist jetzt? Na, was schaut's jetzt? Er ruft jetzt da bitte irgendwer an. Das darf nicht wahr sein. Geh bitte, stellt's mir einen Anruf ein, ich verhungere, nimm den Händel. Na, super. Na, ist auch leid, wenn die hocken da, wirklich. Super. Weißt du, warum da keiner durchkommt? Weil meine Fans nämlich alle in der Warteschleife hängen. Hängt's auf! Die ist kostenpflichtig, die Warteschleifen. Da verdient sich der geschissene Lulu, sein das sehr Geld. Dann sag ich noch was, ja? In beiden Koffern ist nämlich ein Scheiß drin. Nix! Das ist alles eine Pflanz! Fernsehen kann mich in den Arsch lecken! Du geh auch heim, erst. Unbedingt fahren wir die Henker. Ach, ach, meine Alika Kilowatt in der Tastenpotenz. Bringt's mir sofort zu einer homöopathischen Nachtapotheke. Krass. So, warte, was die Drogen aus einem Menschen machen. Reinhold, kränk dich nicht. Natürlich kennen die Leute deine Lieder noch. Die kennen alle. Glaub mir. Wir müssen einfach die Menschen wieder daran erinnern. Ja, aber Idee. Fliegen zum Beispiel, das ist doch eine super Nummer. Da spürt man richtig, wie viel Herzblut vom Reinhold da drinnen ist, wie viel Kraft. Na, welche Nummer? Reinhold, die gehört einfach neu aufgenommen. Wer zahlt das? Ich hab längst nimmer alle Fäden. Wer sowas sagt, der liegt. Da kriegt man Frisur, ihre Waschungsmal, Pflegespülung, weiß ich, dass sie fliegt. Dass sie fliegt. Wash and Smile. Jetzt neu. Mit verbesserter Formel für das gereifte Haar. Weil Haare sind das Leibendste, was man sie nur waschen kann. Ich kann nicht mehr. Ich halte ihm nicht mehr aus. Ich halte ihm nicht mehr aus! Jetzt reg dich nicht auf, Roh. Was? Gib mir ein Labello, ich hab kein Bier. Ich auch nicht. Es tut mir leid, aber ich hab den letzten weggeschmiert. Scheiße, erst! Wie soll ich das durchdrucken ohne Stoff? 24 Stunden ohne Pause? Ich meine, wer bin ich? Mutter Teresa! Apropos der Papstbesuch, kommt der nicht demnächst wieder? Da könnt er doch was singen. Du, entschuldige, ich kenn dich. Das ist nicht von ihm! Wurscht. Nein! Nein, es ist nicht wurscht. Kapier das endlich. Weißt du warum? Der Hofer, ja, der ist nicht allein. Die schicken uns laufend Näche.
Weißt du, wie viel derartige Pflegefälle in dein Land umeinander gräbeln? Diese ganzen schwindlichen Radio-Burgenland-Vormittagsprogramm Liedermacher Lemuren, die werden es alle zu uns schicken. Alle werden es uns schicken und die willst du pflegen? Das trug ich nicht mehr durch. Die glauben halt alle, man kann die Lebenserwartung in der Showbranche beliebig verlängern, aber keiner lebt ewig. Ne? Burschen, was ist mit euch? Schlaft ihr da ein oder was? Gehen wir's an, nehmen wir's auf. Das wird ein Hit. Zwei, drei. Jeder wird älter und die Welt, die wird köter. Nur sind mir heute viel, viel mehr Sachen klar. Wie damals, wie noch jünger war. Alte Rhein gehört zum alten Eisen, der alte Rheinl geht wieder auf Reisen. Ich gehör noch nicht zum alten Eisen, wer sowas sagt, den schick ich schessen. Du Arschl, damit tut man niemandem was Gutes. Das ist eine sinnlose Verlängerung von menschlichem Leid. Das bringt mich echt weiter. Ich bin immer noch total am drauf. Das Freunde des Bot. Das geht ja noch monatelang weiter in den Zustand. Mit den ganzen modernen Geräten, was wir haben, da stellt sich halt schon die Sinnfrage. Schau da, bitte, der kriegt ja nichts mehr mit. Der lebt ohne jeglichen Bezug zur Außenwelt dahin. Ich meine, das muss doch möglich sein, dass er in Würde mit Singen aufhört. Du hast recht. Ich kann da auch nicht zuschauen, wie er sie blockt. Das hat ja keinen Sinn. Ich schalte die Geräte ab. Es ist hart, aber letztlich menschlicher. Besser für alle.